Hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Die Sims 4 mit Jarek, unserem romulanischen Wissenschaftler. Weiterentwickeln. Und warum gehst du jetzt hier raus, um das einzuschalten? Okay, Entführungen sind verhindert. Okay, du möchtest ein schwieriges Problem lösen. Das kannst du... Ach hier, außerhalb der regulären Arbeitszeit arbeiten. Das kann man ja manuell auch machen, okay? So, mach mal dieses Problem. Und hier draußen klappt es auch ganz gut. Hier ist auch noch was zu weiterentwickeln. Schauen wir einfach nochmal durch hier. Was leuchtet denn da? Ah, die Tasten hier. Das Tastenfeld. Ja, sehr schön. Okay, gut. Ich habe jetzt übrigens nochmal, um das Thema jetzt ein letztes Mal anzuschneiden, mit dem Inform provozieren. Ich habe ihm jetzt mit dem Cheat Stats Set Level Major Mischief auf 0 kann man das mittlerweile auch machen. Und dann nimmt er ihm die Fähigkeit komplett weg. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in der Arbeit wieder, wenn er seinen Strahler, seinen Phaser benutzt, wenn wir wahrscheinlich die Meldung nochmal haben, hat die Schelmfähigkeit erworben. Ich habe ihm das komplett nochmal weggenommen. Genau, also man kann die immer wieder komplett auf 0 runtersetzen. Das heißt, das werden wir immer wieder mal machen müssen, damit er einfach nicht mehr in Foren provoziert und irgendwie diese Schelmerei-Geschichte macht. Genau. Aber jetzt Schluss mit dem Thema. So, jetzt scannt er erst nochmal. Nee, er zockt. Okay, er zockt. Und schaut sich, oh ja, einen Science-Fiction-Film an. Jawohl, perfekt. Cool, was ist das für ein Film? Was schaust du denn eigentlich gerade? Abenteuer im Raumschiff-Simulator. Ist ja cool. Hat er Spaß dran. Aber schaltet es trotzdem ab? Lifestyle-Streams auf SimTV. Lifestyle! Also bitte! Oh je. Sachen gibt's. Na gut, das ist doch nicht Lifestyle, das ist Comedy, oder? Okay, hat er auch keine Lust mehr drauf. Na gut, na, er weiß halt auch nicht, was er zu treiben soll. Gut, wie schaut's denn aus? Was treibst du denn jetzt gerade? Glas Wasser nehmen oder so? Genau. So, alles noch gut mittlerweile. Das freut mich doch. Ja, ich hoffe immer noch, dass das Let's Play noch bei euch ankommt und euch nicht schon zu langweilig wird. Ja, ich weiß, einige Sachen, die werden halt immer wieder passieren und ja, da ich auch nicht schneide, kann ich euch das nicht nicht wegnehmen. Die Sachen, die wir einfach schon zu oft hatten. Na, du müsstest mit der Pflanze reden. Mit welcher Pflanze? Mit der Taro-Pflanze. Hübsch. Okay. Ja, red doch einfach mal mit Pflanzen. Das ist doch nicht schlecht. Ich meine, warum bist du sonst auf Gartenbau Stufe 10? Genau, dann könntest du nachher noch die Zitronen ernten. Wachsen Pflanzen eigentlich besser, wenn man mit ihnen spricht? Oder ist es einfach nur ein Deko irgendwie? Was machst du jetzt? Verdorbenes Essen schon wieder? Wie oft haben wir denn verdorbenes Essen im Kühlschrank? Okay. Naja. Ich bin schon einfach froh, dass er nicht mehr so viel Quatsch macht. Okay, gut. Aber du könntest jetzt dann nochmal hier die Zitronen ernten. Und sonst ist hier im Garten aktuell nichts. Da ist wieder was zum Weiterentwickeln. Das leuchtet doch grün, oder? Und Gartenpflegen kannst du dann auch mal machen. Hä? Oder schaut es nur grün aus? Nee, keine Ahnung. Nee, passt. Okay, alles klar. Schauen wir mal, kannst du da irgendwas machen? Diese hier? Nee, es leuchtet nicht grün. Alles klar, was ist das da? Pflegt Garten, okay. Schauen wir mal.
Das hat er bisher noch gar nicht funktioniert. Doch hier macht er was. Ah, das Ungeziefer sprüht er weg. Ah, verstehe. Warte mal, haben wir da sonst noch irgendwie sowas? Du könntest nochmal alles ernten. Okay, hier sind die Mücken ja immer da. Schauen wir mal, ob da noch irgendwo so komische Viecher rumäumeln. Hier, warte mal. Profigärtner. Ja, die Viecher sind immer da. Okay, die Pfiksfrucht, die hat auch immer so leichte Macken. Ja, gut. Aber die braucht man halt einfach auch. Warte mal, hier war aber weiterentwickelt. Genau, da habe ich jetzt nicht verschaut. Okay, hat sich weiterhin ausgezeichnet. Okay, wir haben noch genügend Zeit. Er sammelt noch fleißig. Genau. Ah, die blühen ja auch schön, die Pflanzen hier. Okay, wie schaut's aus hier? Nochmal, nochmal, nochmal. Okay. Okay, ist fertig. Was ist denn jetzt? Hände waschen. Okay, ja gut, nach der Gartenarbeit, das verstehe ich natürlich. Okay, du könntest dann... Nee, nicht duschen. Du könntest nochmal benutzen und... wir werden Champion pieseln. Genau. Gut. Selbstsicher ist er gerade. Alles klar. 7 Uhr, das ist doch 2 Stunden. Okay, Hände waschen. Und er pinkelt immer noch im Stehen. Kann man das eigentlich einstellen? Toilettenstreich. Unterhalten, benutzen. Ja, man kann das hier manuell. Das Klo gehen, da hockt er sich hin, wenn er reinigen oder irgend sowas. Oder, nee, warte mal. Benutzen und Massage erhalten. Das ist im Sitzen. Aber so, dass man einstellen kann, dass er sich standardmäßig hinsetzt. Was ist jetzt? Untersucht Garten. Okay. Ach, wieder deine Taro-Pflanze. Benötigt keine Pflege. Okay. Heimkehr des verlorenen Hundes ansehen. Das ist auch ein netter Film. Ja, die Pieksfrucht. Das sind halt Insekten, aber ist okay. Profigärtner, ja. Oje. Kein guter Film. Alles doch mit Hündchen. Mit Wauzi. Ist doch cool. Okay, und unseren Tierchen geht's noch gut. Gottesanbeterin, diese Drachenlibelle. Und da haben wir eine normale Libelle. Und hier haben wir unseren speziellen Frosch. So, nee, will er doch nicht den Film anschauen. Schon wieder Lifestyle anschauen. Oh Mann, ey. Naja, besser wie rumtrollen. Gut. Du möchtest gruselige Musik hören. S-Pop hören. Ja, komm. Hör mal ein bisschen gruselige Musik. Grusel. Zuhören. So, was ist das? Im Internet surfen, komm. Hör doch mal ein bisschen Musik an, das ist doch viel sinnvoller. Er ist doch nicht gruselig. Na, okay. Jedem das seine. So. Sollen wir dir jetzt ein Musikinstrument besorgen oder nicht? Ah, weißt du was? Genau. Schau mal. Bei Musikinstrumente. Das ist im Büro. In den Aktivitäten, oder? Das sind Instrumente, glaube ich. Was haben wir denn hier? Nee. Dann hier. Ah, Fähigkeiten, genau. Taschenobservatorium. Weißt du was? Das könntest du auch mal aufstellen. Wieso nicht? Warte mal. Genau. Kannst du Taschenobservatorium aufstellen? Oder ist das besser? Avelinas zuverlässiges Teleskop. Also Geige definitiv nicht. Gitarre könnten wir ihm hinstellen. Warte mal, da gab's doch die hier. Ja, das ist halt das, was
am ähnlichsten zu einer Metal-Gitarre ist. Warte mal, Keyboard haben wir keins, oder wie? Da finde ich das bloß gerade mal wieder nicht. Hier, Keyboard. Spaß 3, Klavierfähigkeit. Nee, komm, gib ihm mal eine Gitarre. Und stell die mal dahin. Ja, okay, komm. So. Oder nee, nimm die mit. Wer weiß, was er damit anstellt. Okay, dann könnten wir noch S-Pop von Ideen erzählen. Dann können wir nochmal auf S-Pop umschalten. Hallo? Sender wechseln. S-Pop. Okay, sehr schön. Dann kriegt man wieder ein paar Punkte. Wunderbar. Sehr schön. Okay. Ja, das ist doch nicht schlecht, diese Musik. Ja, was machen wir jetzt mit dieser Pflanze? Irgendwie, weißt du was, komm. Die verkaufen wir. Tschüss. Wenn sie von Ungeziefer befallen ist, dann wird sie einfach verkauft. Okay, gut. Was haben wir hier eigentlich oben stehen? Symtanium. In einer Stunde zur Arbeit. Genau, hier haben wir ja jetzt unsere Schneekugeln. Und hier am Fernseher haben wir noch ein paar gehabt. Die haben wir ja auf dem Flohmarkt gekauft zusammen. Oh, weißt du was? Mach dir doch mal einen Kaffee. Ich glaube, du hattest schon lange keinen mehr. Okay. Ja, genau. Für den Kaffee reicht die Zeit noch. Genau. Wieder noch ein bisschen Energie geladen und kann energiegeladen zur Arbeit gehen. So, jetzt wird er wieder grummeln, oder? Unfassbar. Total ungeduldig, der Mann. Ja. Derweil, also wenn eine Kaffeemaschine wirklich so schnell ginge, das wäre doch super. Okay. So, genau, setz dich mal hier schön hin. Da kannst du rausschauen. Ah, toller Ausblick hier auf so eine kleine Marina, also so einen kleinen Yachthafen. Ja, ist doch super. Warte mal. Ah, das ist... schade. Auch schön. Schönes kleines Restaurant. Aber kann man leider nicht reingehen. Ist nur Deko. So, jetzt muss er eh gleich in die Arbeit gehen. So. Okay. Das schmeiße ich für dich weg. So. Und dann geht's jetzt gleich in die Arbeit. Mitmachen natürlich. So. Und ich nehme jetzt so einen Schluck Kaffee. Und freue mich schon. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder, was sich Outfit ändern müssen. Aber ich schätze mal schon. Leute, ich habe mal eine Frage. Klar, dieses Let's Play heißt Wissenschaftler. Romulanischer Wissenschaftler. Aber sollen wir ihn ja, zum Schlafen bringen? Nee. Ideen mit Julia teilen. Sollen wir ihm mal vielleicht einen anderen... Ideen teilen. Warte mal, tiefgründig, oder? Genau. Sollen wir ihm mal vielleicht doch einen anderen Job geben? Ich meine, er verdient super, es ist genau das, was er machen will, aber es wiederholt sich halt. Teilt mir das gerne mal mit. Genau. Machen wir jetzt mal wirklich Stopp. Teilt mir das gerne mal mit. Wird euch das jetzt schon zu langweilig zum Zuschauen, dass wir immer dasselbe machen hier? In der Wissenschaftskarriere. Ich meine, wir können den Job ja später immer noch wieder aufnehmen. Das ist ja kein Problem. Ah, das war eh ein Wunsch von Ihnen. Genau, okay. Mehr Auswahl. Nee. Transformieren. Vita. Hallo? Moritz Weißhaupt, findest du süß? Ja, mach mal. Keine Ahnung, wer das wieder ist. So. Okay, Julia, ich weiß, du bist für die Wissenschaft vielleicht. Oh, jetzt ist sie blond, wie cool. DNA. Stopp. Nicht lumpig wichsen reden. Nox bejubeln. Bitte eine DNA-Probe. Warte mal, wo wird denn das wieder sein? Boah, freundlich, warte mal, Interessen,
Ja, aber Interessen ist DNA-Probe. Kriegen wir von dir mal eine DNA-Probe, Nox? Nachhaltige. Okay. Hallo. Nox, du bist schon cool. Und genau deshalb hätte ich gerne eine DNA-Probe von dir. Oh, das steht hier aber, das Blond, finde ich. Nox? Du Penner. Kriege ich von dir eine? Vanessa. Kriege ich von dir eine DNA-Probe, wenn Nox sich schon sträubt? Okay, gut, alles klar. Nach Hobbys fragen. Umziehen, ja, natürlich. Natürlich kommt es schon wieder. Armkleidung. So, mehr Ausfall. Sarza. Oh, Turgadau. Und nochmal drei zum Schlafen bringen. Okay, genau, dann lassen wir die. Bufa. Oh, don't know why. Ja, es ist halt echt langsam anstrengend, muss ich wirklich so sagen. Dass es halt immer dasselbe ist. Sie rennen halt alle wieder weg. Und irgendwie, wir haben alles gesehen. Und jetzt? Ja, jetzt müssen wir halt wieder warten, bis sie alle wieder kommen. Oh Mann, ey. Jetzt ist sie rausgegangen, jetzt geht er rein zu Vanessa. Ach, Sims, warum machst du das immer mit mir? Okay, wen haben wir denn doch als Kollege? Genau, du surfst nur im Internet. Hallo, klick. Beauftragen mit was? Mit Experiment beauftragen. Okay. Ach so, das hat wieder nicht funktioniert. Ich hasse es einfach, wenn man alles immer tausendmal machen muss. Das ist wirklich anstrengend. Das ist wirklich nervig. Könntest du ein Experiment für mich machen? Ja, vielleicht sollte er doch irgendwie in die Geheimagenten- oder Raumfahrtkarriere gehen. Ich weiß es nicht. Das war ja schon mal ein bisschen im Raum gestanden. Das zählt jetzt auch schon wieder nicht, oder was? Ach, mit Erfindung beauftragen. Warte mal. Mehr Auswahl. Ach, mit Erfindung beauftragen. Okay, da steht mit Experiment. Schon wieder umziehen. Also jetzt wirklich, Leute. Jetzt wird es echt langsam langweilig. Ja, ich muss mir da was einfallen lassen. Das wird wirklich langsam langweilig, ohne Scheiß. Okay, putzen lassen. Ja, es ist halt alles irgendwie... Ah, genau, mit Erfindung beauftragen. Okay, und putzen lassen. So. Machst du jetzt mal, oder? Jarek? Nee, nicht plaudern bitte, sondern mach mal. Oh. Intergalaktische Wachstumshülse. Könntest du mal eine Probe sammeln? Ach so, das funktioniert hier nicht. Säubern funktioniert nicht, dann könnte Ekram heute mal säubern. Ja, wirklich, also, wie ich etwas erfinden habe, folgt es ergeben. Schwebelampe, okay, gut.
Sehr gut gemacht, Lili. Sehr schön. So, dann kommt jetzt Ekran. Der Umziehen, oder? Und Nox plaudert mit den Pflanzen. Das ist sehr schön. Aber es ist doch scheiße, wenn man die hier einschlafen lassen muss. Fürs Arbeitspensum. Ne, wisst ihr was? Ich glaube, das werde ich wirklich so machen. Ich werde mit ihm einen Job kündigen und irgendwas anderes machen. Es wird echt langsam anstrengend. So, Nachbarschaft vernetzen können wir dann auch noch machen. Okay, umzuziehen, das hat wieder nicht funktioniert. Nox, bitte. Aussehen des Kollegen transformieren, auch schon wieder, okay. So, Nox, sorry, du musst jetzt gerade wirklich mal herhalten. Ja, und das macht mir halt auch keinen Spaß mehr. Ein Simbay bei einem Kollegen benutzen, es ist immer dasselbe. Nee, ich glaube, er sucht sich jetzt wirklich einen neuen Job. Genau. Oh, tut mir leid, aber für die Wissenschaft. Und? Man weiß es nicht. Kristallprobe haben wir. Haben wir eine Kristallprobe? Pflanzen. Kristallprobe. Geh mal dahin. Könntest du nochmal stopp. Hier Inventar. Mach mal hier Mikroskopprobe sammeln. Gut, an sich passt es ja heute, unser Pensum. Ja, der Scanner sagt, hier liegt ein Kristall. Warum? Wie kommt der denn daher? Okay, gut. Kristallprobe analysieren. Und dann könntest du noch Probe analysieren. Auch wir haben zwei DNA-Proben, die könntest du auch nochmal analysieren. Ja, irgendwie. Nein, jetzt ist sie da. Ach Mann. Und da ist auch besetzt. Nee, hier. Probe analysieren. Was macht Vanessa hier? Spektakuläre Resultate. Aha, aha, aha. Das ist eine Arbeitsmoral hier. Und alle rennen so rum. Liegt das vielleicht an der glücklichen Stadt? So, gut. Na, dann machst du es nochmal. Bei beiden DNA-Proben. Dann schauen wir mal. Was ist das hier? Arbeitsenergie, Workaholic, Zufriedenheit. Passt. Merkmale von Vanessa. Aha, okay. Und das zweite war auch von Vanessa, oder? Schauen wir mal. Was kam da raus? Das war wahrscheinlich auch nochmal von Vanessa, oder? Ja, wir haben ja auch so viel Zeug hier im Inventar. Müssten wir auch mal alles verkaufen oder irgendwie in Kühl... Schwebelampe? Ach, sie hat uns die Schwebelampe gegeben. Warte mal, kann man Schwebelampen verbessern? Oh, ein schönes Bild. Kristallpalast. Warte mal. Nee, Lichtfarbe einstellen. Kann man nicht verkaufen? Kann wieder verkauft, doch gelöscht werden. Ja, dann stellen wir sie da hin. Ist egal. Passt schon. Was machst du denn da? Du holst dir was zu essen. Okay. Ja gut. Warte mal, wie groß. Oh, das ist ein Riesenbild. Aber schaut gut aus. Schaut echt gut aus. Genau, dann gehen wir mal plaudern mit Vanessa. Ja, und ich werde mir wirklich was einfallen lassen. Denn langsam wird es anstrengend, immer dasselbe machen. Ich meine, er kann ja zu Hause auch noch privat forschen. Aber ich finde, er hat jetzt so viel erreicht hier in der Wissenschaftskarriere. Und er sieht da einfach kein Vorwärtskommen mehr. Oje.
Und war nicht schon so freundlich. Oh, sie. Dag. Oje, oje, oje. Chat, okay. Ja, und er langweilt sich irgendwie auch schon in der Arbeit irgendwie. Es gibt keine neuen Herausforderungen und jedes Mal muss er immer dasselbe machen. Also ich glaube, er wird sich wirklich was Neues suchen. Obwohl das sein Leben war, nachhaltige Lebensweise, natürlich. Er redet auch über nichts anderes. Ja, und vielleicht nochmal ein paar neue Arbeitskollegen haben. Ja, aber das habe ich auch schon mal erwähnt. Das, was halt nervig ist oder langweilig ist, dass Raumfahrer und Spion, also Geheimagent, dass das nicht interaktiv, also spielbar ist. Da schickt man ihn in die Arbeit, kann schauen, da passieren so Textfenster und das war's dann. Und das ist halt auch nicht schön. Naja. Vielleicht war diese Entführung. Genau, Moment. Vielleicht war diese Entführung auch, dass ihn die Tal'Shea, also der romulanische Geheimdienst, zurückgeholt hat und sagt, ja, du musst jetzt langsam für uns arbeiten. Vielleicht ist es jetzt wirklich die Zeit gekommen, was anderes zu tun. Wer bist du denn? Miho. Okay, gut. Na, schau mal rein. Genau, wo haben wir denn noch Platz für dieses große Bild? Na gut, das ist eigentlich auch nicht so wirklich schön. Warte mal. Schnappt er das mal und schmeißt. Ach nee! Oh, haben wir jetzt beide verkauft. Dann machen wir es so. Warte mal. Na, das geht jetzt nicht mehr, gell? Jetzt habe ich beide verkauft. Warte mal. Können wir. Nee, ach, das geht nicht. Kristallpalast, na, das geht nicht. Ja, passt schon. Ich glaube, das war eh zu viel auf dieser Wand. Zwei Bilder. Warte mal, das ist weg, oder? Okay. Gut, wisst ihr was? Das machen wir. Das machen wir jetzt einfach. Wir kündigen unseren Job. Ja, das beschließe ich jetzt Job kündigen. Wir machen was anderes jetzt. Vielleicht wird Jarek noch mal ein bisschen. Ah, keine Ahnung, wie soll ich sagen? Ja, er sieht halt einfach da keine Zukunft mehr. Vielleicht nimmt er sich jetzt ein paar Tage Auszeit. Aufgeben, ja. Wenn er nicht möchte, dass das passiert, dann versuchen ihn wieder aufzubauen. Okay, alles klar. Wissenschaftlerkarriere verlassen. Okay, wisst ihr was? Dann werden wir diese ganzen Sachen hier alle verkaufen. Die wird er jetzt erstmal nicht brauchen. Das wird jetzt nochmal einen Haufen Geld geben. Konzentrationsdrang braucht er auch nicht. Was ist das? Pflanzenobjektträger kannst du auch verkaufen. Alles weg. Das wird jetzt so einen Haufen Geld geben. Alter. Sorry, dass ich das jetzt alles hier im Spiel mache. Das könnte ich ja eigentlich. Was ist denn das? Riesenkürbis, was machen wir den denn her? Wir pflanzen doch gar keine Kürbisse an. Alter. 1000 ist das bloß wert? Das kannst auch verkaufen, das Ding. Was ist das hier? DNA von Vanessa fliegt raus. Klonmaschine fliegt auch raus. Hä, das ist aber echt wenig Geld. Okay, verkaufen mal alles. Okay. Nee, das war mehr. Das hat nicht gezählt. Jetzt haben wir 107. Und wir hatten, glaube ich, 108. Nee, Quatsch. Wir hatten 88.000. Ich glaube, 92 oder sowas. Und es passt jetzt. Okay, jetzt haben wir nicht mehr viel. Den Phaser werden wir natürlich behalten, aber alles gut. Okay, so, dann Karriere. Schauen wir mal, was haben wir denn? Jobsuche.
Du könntest gleich sitzen bleiben. Und dann darfst du dir dein Outfit nochmal anpassen. Okay, schauen wir mal. Also Arzt nicht. Polizist ist cool und ist auch mit dabei, also dass man mitmachen kann. Wissenschaftler waren wir. Gesucht verrückter Wissenschaftler. Okay. Ja, wenn wir jetzt da einsteigen, dann sind wir auf der vorletzten Stufe und verdienen viel weniger. Astronaut. Gesucht Praktikant. Ja, Bauplanungsingenieur, nee. Bildung, Business, Büro, Entertainer, Freelancer. Gesucht Freelancer. Was gibt's da? Digital, Hersteller, Modefotograf, paranormaler Ermittler. Nee, das hatten wir mit Michael, Programmierer, Schriftsteller, Geheimagent, Buchhalter. Ah, Geheimagent, Gärtner, Ingenieur, Innendekorateur, Kritiker, Leckermaul, Maler, Militär. Nee, Militär nicht. Politiker, Rechtsschauspieler. Stil, Verbrecher, und das sind so Minijobs hier. Taucher, Videospielstreamer. Also ich würde Geheimagent, Astronaut. Alternativ noch Polizist. Aber na, als Polizist sehe ich ihn nicht. Nee, Astronaut oder Geheimagent, eins von beiden. Aber das überlege ich mir noch, beziehungsweise werde ich vielleicht abwarten, was ihr dazu sagt. Was soll er machen? Schreib's. Genau. Ich versuche daran zu denken, Leute. Gut, und bis dahin mit einem arbeitslosen Romulaner, der jetzt gerne mal in den Himmel hinausschaut und jetzt ein bisschen Freizeit hat, verabschiede ich mich von euch. Macht's gut. Ciao und Servus.